ganz herzlich willkommen zu einer Debattierrunde im Rahmen des Digital Social Summit mit dem Titel Junge Menschen in sozialen Medien, Körperlichkeit und Inszenierungen. Mein Name ist Katharina Morlang, ich bin Referentin bei der Deutschen Sportjugend und alle meine und die Aktivitäten der Deutschen Sportjugend zahlen darauf ein, den Kinder- und Jugendsport insgesamt weiterzuentwickeln. Die Deutsche Sportjugend ist eine Bundesorganisation, sie ist der größte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe und steht daher auch sehr, sehr stark für die politische und gesellschaftliche Lobbyarbeit, für positive Rahmenbedingungen im Kinder- und Jugendsport, die sich vor allem auch grundsätzlich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientieren. Das heißt also, wir stehen vor allem für die Wertevermittlung und für die Bildung über die Medien, Sport, Bewegung und Spiel und verstehen den Kinder- und Jugendsport und uns selbst auch als zivilgesellschaftliche Akteure. Ich selbst bin zum zweiten Mal jetzt dabei bei dem Digital Social Summit. Im letzten Jahr war ich selbst Gast in einer Talkrunde, in der es darum ging, welche Potenziale digitale Apps und Tools für die Bewegung und die Partizipation von Kindern und jungen Menschen haben. Und in diesem Jahr drehe ich den Spieß ein bisschen um. Und zwar habe ich diesmal Gäste eingeladen zu einer Diskussionsrunde, um nämlich das spannende Thema junge Menschen in sozialen Medien aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten zu lassen. Eingeladen sind Akteurinnen aus dem Kinder- und Jugendsport, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Sportpraxis. Und wir wollen gemeinsam diskutieren oder einmal lauschen und zuhören, wie die unterschiedlichen Perspektiven dazu sind, wie junge Menschen digitale Medien im Sport nutzen, wie inszenieren sie sich in den sozialen Medien und welche Herausforderungen sind damit für den organisierten Sport, aber auch für die Wissenschaft verbunden. Wir vermuten mal, das hat Auswirkungen auf die Körperbilder von jungen Menschen und in dieser Talkrunde wollen wir einmal hören, was unsere Gäste dazu sagen. Zu Gast sind einmal Leonard Döring. Er ist 25 Jahre alt, genau, hat einmal gewunken gerade in die Kamera und studiert in Hannover Mathematik und Physik, bald dann auch Sport auf Lehramt. Seit über 10 Jahren betreut und trainiert er Kinder und Jugendliche im Sport, bietet oder bildet als freiberuflicher Sportreferent Übungsleitende aus und sitzt im Vorstand der Niedersächsischen Turnerjugend. Hi Leo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dabei bist. Dann hat sich auch Professor Dr. Esther Pürksteller ebenso bereit erklärt, ihre Perspektive einzubringen. Esther, genau, wunderbar, perfekt, ist Juniorprofessorin für Fachdidaktik Sport an der Universität Potsdam. Sie promovierte zum Thema kulturelle Bildung und Tanz an der Universität Münster. Derzeit beschäftigt sie sich mit der Frage, welche Bedeutung digital-ästhetische Praktiken, zum Beispiel auch Instagram, für das Körperverständnis von Heranwachsenden haben und welche Konsequenzen daraus für die Tanz- und Sportvermittlungspraxis entstehen. Und zu guter Letzt ist Marcel Sura mit an Bord. Marcel hat Sportmanagement studiert, ist dann beim Deutschen Ruderverband als Referent für Sportentwicklung eingestiegen, ist seit 5 Jahren bei der Deutschen Ruderjugend aktiv und leitet dort die Jugendabteilung. 2020 hat er dann ein mehrmonatiges Coaching absolviert, um sich als Verband im Bereich Social Media besser aufzustellen und zielgruppengerechter zu kommunizieren. Vielen Dank auch an dich, Leo, und an Esther, dass ihr mit dabei seid heute und mitdiskutiert. Dann steige ich einmal direkt mit der ersten Frage ein an euch alle drei. Inwiefern treibt euch das Thema junge Menschen in sozialen Medien um? Bitte schildert einfach mal ganz kurz in circa 5 Minuten euren Zugang dazu und warum beschäftigt es euch im Verband einerseits, Marcel, also deine Perspektive, warum beschäftigt es dich als Trainer, Leo, und warum beschäftigt es dich, Esther, aus der Wissenschaft? Esther, ich glaube, du darfst starten. Okay. Was mich daran so interessiert ist, dass es ganz viele Entwicklungen gibt im Zuge der Mediatisierung und Digitalisierung. Zum Beispiel, viele von uns machen Self-Tracking oder es gibt die Prothetik zum Beispiel oder eben viele von uns nutzen Instagram. Das ist vor allem für Kinder und Jugendliche ganz spannend. Und was wir eigentlich selten diskutieren ist, dass im Zentrum dieser ganzen Entwicklungen eigentlich der Körper steht. Und mit diesen Entwicklungen und diesen Trends dann geht oft auch ein Wandel einher, wie Kinder und Jugendliche zum Beispiel ihren Körper verstehen. Welche Rolle hat der Körper? Welche Bedeutung oder welche Funktion nimmt er ein? Und dieser Wandel im Körperverständnis hat dann auch wieder eine Auswirkung auf
den Tanz- und Sportunterricht. Also überall, wo der Körper einfach im Zentrum steht. Das heißt, Tanz- und SportvermittlerInnen werden vor neuen Herausforderungen gestellt. Sie müssen ja diese Körper adressieren. Dann ist die Frage, welche Körper sind das denn überhaupt? Mit welchen Körpern haben Sie es denn zu tun? Wie können Sie diese erreichen? Und das Problem ist, dass zurzeit ganz oft in der Aus- und Fortbildung dieser VermittlerInnen über digitale Medien gesprochen wird, wie diese eingesetzt werden können, welche Funktionen die haben, welche Wirkung die haben. Das ist total wichtig. Das Problem ist aber, dass andere Trends oder Entwicklungen, wie zum Beispiel der Wandel im Körperverständnis, gar nicht berücksichtigt wird. Und damit werden diese einfach in der Praxis dann auch alleine gelassen. Und ein Grund dafür ist, dass es ganz stark noch an wissenschaftlichen Studien fehlt zu diesem Thema. Und damit komme ich dann als Wissenschaftlerin ins Spiel. Deswegen finde ich das so spannend, weil ich weiß, es ist ein Problem in der Praxis, aber hier ist uns die Praxis voraus. Also hier hinken wir in der Wissenschaft hinterher. Genau. Herzlichen Dank schon mal dafür und deine Zugänge dazu. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden letztes Jahr im Expertenhearing zu diesem Thema, wo du uns ja nochmal ganz genau und gut geschildert hast, dass du dir ein paar Instagram-Kanäle angeschaut hast und unterschiedliche Bilder und was sozusagen das dann eben auch an Körperbildern wahrscheinlich produziert. Und wie du auch schon gesagt hast, ist ja irgendwie so ein neues, unerforschtes Feld, ne? Und so richtig viel gibt es dazu noch nicht oder so viele Perspektiven gibt es dazu noch nicht. Das war jetzt eine, sage ich mal, aus der wissenschaftlichen Seite. Wie sieht es bei dir aus, Marcel? Deutsche Ruderjugend, genau. Wie nehmt ihr dieses Thema auf? Was hast du für einen Zugang dazu? Ja, wir sind eben auf Bundesebene für die Interessen der Kinder und Jugendlichen im Bereich Rudersport zuständig. Und veranstalten da natürlich auch eigene Veranstaltungen, also sowohl irgendwelche Sommerfreizeiten als dann auch Bildungsmaßnahmen etc. Und versuchen da natürlich möglichst viele Kinder und Jugendliche eben deutschlandweit zu erreichen. Und wir haben uns zu Beginn der Pandemie so die Frage gestellt, wie schaffen wir es im Grunde genommen, unsere Zielgruppe besser zu erreichen? Also wir hatten immer so ein bisschen die Problemstellung, wenn wir Informationen an die Vereine weitergeschickt werden, wie landet das dann letzten Endes bei den Kindern und Jugendlichen? Das heißt, gibt es da eigene Möglichkeiten, wie wir die Kinder und Jugendlichen eben direkt erreichen können? Und dann wurde ja für uns eigentlich sehr schnell klar, wir müssen dahin gehen, wo eben Kinder und Jugendliche sehr viel Zeit verbringen. Das ist halt ja einmal der Bereich Schule und eben in der Freizeit ein sehr großer Anteil eben soziale Medien. Und da sind wir dann hingegangen, haben ein mehrmonatiges Coaching absolviert, um da erstmal einen Zugang zu kriegen, um dann auch zu verstehen, wie funktionieren die sozialen Medien und wie können wir, die insbesondere Instagram halt in dieser Zielgruppe, eben auch nutzen, für uns nutzen, was gibt es da für Tipps und für Tricks, um eben direkt Kinder und Jugendliche zu erreichen. Und im Grunde genommen daraus, aus diesem Verständnis, wie diese sozialen Medien überhaupt funktionieren, also was das für Auswirkungen hat, welche Algorithmen etc. dahinter stecken, ist dann aber ja im Grunde genommen ein Vorteil für uns, weil wir wissen, wie es funktioniert, wie wir das für uns nutzen können. Auf der anderen Seite birgt es aber natürlich auch noch negative Aspekte, die dadurch erst wirklich zum Vorschein kommen, wenn man eben versteht, ja, wie Instagram, wie Facebook letzten Endes arbeitet, um halt eine möglichst große Reichweite zu produzieren. Und da sind wir jetzt gerade so an dieser Schwelle, wo wir so sagen, es hat positive Aspekte, die wir für uns nutzen können, um eben möglichst viele Kinder und Jugendliche zu erreichen. Aber eben auf der anderen Seite, so wie die Netzwerke funktionieren, hat es auch extrem viele negative Beispiele oder negative Aspekte. Und da versuchen wir jetzt gerade zu klären, wie wir da hinkommen können, so ein bisschen für das Themenfeld zu sensibilisieren. Auch wenn man da einfach gemerkt hat, ja, viele Eltern, deren Kinder gerade in diesem Alter sind und diese sozialen Medien nutzen, wissen selber gar nicht, wie die funktionieren und haben dementsprechend auch einen sehr geringen Einfluss darauf. Da wollen wir einfach gucken, wie wir das so ein bisschen schaffen, die Kinder und Jugendlichen auch zu erreichen, auch einfach mal zu erklären, wie das ganze Netzwerk funktioniert. Und was Esther ja auch schon gesagt hatte, diese Eigenwahrnehmung ist da natürlich ein sehr großes Thema, eben wenn man versteht, wie das Ganze auch funktioniert. Dann herzlichen Dank auch erstmal dafür. Ich habe eigentlich ganz viele Anschlussfragen, aber ich will das Wort doch nochmal übergeben an dich, Leo. Und zwar, wie ist denn deine Perspektive und dein Zugang dazu, junge Menschen in sozialen Medien? Als Trainer, aber auch als Vorstandsmitglied in der sächsischen Turnerjugend, wie ist der Zugang dazu? Was nimmst du so mal ganz grob
wahr dazu aus deiner Perspektive? Also wir haben momentan sowohl im Verein als auch auf Landesebene bei der Turnerjugend einfach das riesige Problem des fehlenden Nachwuchses, also für ehrenamtliche Tätigkeiten, beispielsweise ehrenamtliche Trainierende oder ähnliches. Und gerade nach 2 Jahren Pandemie ist es wirklich schwierig bei Kindern und Jugendlichen, die irgendwie, ja, also es ist nicht bei allen schwierig, sie zurück in die Vereine zu kriegen. Manche können es auch kaum erwarten, aber man hat nicht diesen ursprünglichen Lebensweg wie bei mir. Man tritt im Kindesalter in einen Verein ein, ist dann sein Leben lang irgendwie in diesem Verein verwurzelt und hat dann irgendwann auch, weil man so tief mit dem Verein verbunden ist, auch den Wunsch, da was zurückzugeben und selber als Trainer oder als Ehrenamtlicher da einzusteigen. Und da versuchen wir halt irgendwie, ja, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen, mit ihnen wieder, ja, ihnen was bieten zu können, was vielleicht, aus deren Lebenswelt sozusagen direkt, herausgenommen wurde. Wenn man mal so Richtung TikTok oder so guckt, da gibt es ja viel um irgendwelche Tanztrends, sage ich mal, oder so, da wo dann immer kurze Tanzvideos hochgeladen werden. Das sind ja Möglichkeiten, die man dann als Verband oder als Verein wieder aufnehmen kann und anbieten kann, sodass Kinder und Jugendliche halt feststellen, okay, wir können sowas auch gemeinschaftlich wieder machen. Und wir hätten eben den Vorteil dadurch, dass wir ja die Leute wieder längerfristig an uns binden können und so eine Art Rückgewinnung von Mitgliedern und Ehrenamtlichen ermöglichen können. Herzlichen Dank auch dafür. Ihr habt ja schon sehr, sehr viele Aspekte angesprochen, aber jetzt hake ich doch nochmal nach. Ihr habt immer wieder so ein bisschen grob und auch allgemein darüber gesprochen, dass sich junge Menschen ja irgendwie inszenieren. Soziale Medien sind quasi die Lebenswelt junger Menschen. Aber wie genau stellt sich das jetzt eigentlich dar? Also wie genau inszenieren sich denn junge Menschen beispielsweise auf TikTok, Leo? Und was glaubst du, welche Körperbilder da sozusagen entstehen? Also ich sehe da zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass man über solche, über TikTok einerseits quasi diverser sich entfalten kann und eine Möglichkeit besteht, dass man eben nicht nur ein festes, vorgegebenes Körperbild als ideal betrachtet, aber das funktioniert halt nur, wenn quasi auch ein entsprechendes Angebot da ist, wenn die Leute diese Kanäle divers bespielen. Die andere Möglichkeit, und das ist so mehr oder weniger eher die Gefahr, ist dann halt, dass wirklich so ein Ideal dargestellt wird, was dann eben von allen versucht wird, immer nachzueifern und darzustellen und selber umzusetzen. Ich habe das Gefühl oft, dass Jugendliche und Kinder, wenn sie viel mit Social Media unterwegs sind, auch die Welt sehr, sehr stark in Schwarz und Weiß betrachten und das eigentlich nur, es gibt so eine richtige Meinung irgendwie und eine nicht richtige Meinung, aber zu fast jedem Thema. Und das finde ich manchmal ein bisschen kritisch. Dadurch geht so ein bisschen diese Möglichkeit verloren, auch mal über verschiedene Sachen zu diskutieren und unterschiedliche Sichtweisen zuzulassen. Und ich denke, das wäre ein guter Punkt, an dem man ansetzen könnte. Esther, was sagt die wissenschaftliche Seite dazu? Ja, ist total spannend. Also ich kann es jetzt nicht auf TikTok beziehen, aber ich beziehe es jetzt mal auf Instagram. Was ich sehr spannend fand, war, am Anfang wurde ja eigentlich allen Kindern und Jugendlichen, die sich hier so darstellen, einfach Narzissmus vorgeworfen. Und mittlerweile haben sich da eigentlich so zwei Strömungen, theoretische Strömungen eigentlich entwickelt. Die einen gehen davon aus, dass sie sagen, empowert, also ermächtigt Kinder und Jugendliche. Es ist eine Praxis der Selbstbestimmtheit, der Unabhängigkeit, weil sie eine Plattform bieten, wie es jetzt auch gerade Leo genannt hat, wo man auch, ja, wo vielfältige Arten des Sich-Zeigens, aber auch des Sehens möglich sind und wo sie sich zum Beispiel reflexiv mit ihrem Körper auseinandersetzen können. Also sie können ja überlegen, was wollen sie denn zeigen? Wie wollen sie den Körper zeigen und so weiter? Und dazu gibt es ja auch Studien, die belegen, dass es wichtig ist für die Identitätsbildung. Und demgegenüber gibt es dann aber wieder die Kritiker, die Vertreter der Disempowerment-These, die sagen, das ist alles ein Paradox, weil im Grunde, wie auch Leo es schon angesprochen hat, wird ganz oft werden Stereotype, ästhetische Darstellungsweisen aufgegriffen, die wir eigentlich so aus der Werbeikonografie kennen. Und
Ja, und die können sich einfach negativ ausüben. Das wissen wir auch aus einigen Studien, sind ja auch ganz aktuelle Studien rauskommen von Instagram selbst, die belegen, dass sich das zum Beispiel negativ auf Körperbildstörungen oder auf Essstörungen zum Beispiel auswirken kann. Das Ding ist, von den Studien her, wir wissen jetzt nicht, welche These die richtige ist. Es gibt nicht, das ist richtig und falsch, es ist beides wahrscheinlich so. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass diese Bilder nicht nur Körper zeigen, sondern dass sie viel mehr zeigen. Sie zeigen, wie jemand über sich nachdenkt, wie sich jemand zeigen möchte. Also sie zeigen ihre Identität. Identitätsbildung über soziale Medien. Das ist ein Thema, auf ein jeden Fall. Ein großes Thema, man, auf jeden Fall. Ja, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die Kinder und Jugendlichen damit verbringen. Ja. Marcel, ich würde noch mal ein Stück weit gerne das aufnehmen wollen, auch was du vorhin noch mal gesagt hattest. Es gibt aber auch negative Aspekte in den sozialen Medien. Und was genau sind das für negative Aspekte aus deiner Sicht? Ja, also da auch vor dem Hintergrund, sich damit auseinanderzusetzen, welches Interesse hat dann Facebook, hat Instagram letzten Endes an diesen Tools, die sie ja zur Verfügung stellen. Und da ist im Grunde genommen das Hauptinteresse des Konzerns, einfach möglichst viel Geld zu gewinnen. Also da steckt ein komplettes Marketingkonzept dahinter, die da Experten haben, die dann ganz genau analysieren oder auch tracken. Wenn jetzt jemand Instagram benutzt, wie lange verweilt jemand auf einem bestimmten Beitrag? Was findet jemand interessant? Um das auch wieder für den Algorithmus zu nutzen, um möglichst viele Inhalte auszuspielen, die halt ein Individuum persönlich interessant findet, um dann dementsprechend auch jemanden möglichst lange vor dem Bildschirm zu halten. Und auf der anderen Seite ist es auch so eine gewisse Konditionierung von einem selbst, weil es so eine Art Belohnungssystem ist. Jetzt zum Beispiel bei Instagram sind es dann die Likes oder die Reaktionen, die man auf etwas bekommt. Und da kriegt man dann halt schon sehr stark mit, dass es da im Grunde genommen im Vordergrund steht, das perfekte oder das vermeintlich perfekte Bild von sich zu posten, um eben die Belohnung in Form von möglichst vielen Likes zu bekommen. Und da, wenn man nochmal guckt, auch inwiefern werden die sozialen Medien eben genutzt, ist es einmal, ja, die Information steht im Vordergrund, also man möchte sich irgendwo darüber informieren, bietet eine super Möglichkeit, um eben auch Inspiration zu bekommen. Und was eben bei vielen Kindern und Jugendlichen auch extrem im Vordergrund steht, ist einfach eine stumpfe Unterhaltung. Also einfach nur davor zu sitzen, sich irgendwelche lustigen Videos anzugucken und da gefühlt stundenlang vor dem Bildschirm rumzuscrollen. Und ja, das Problem, was es einfach da gibt, ist eben durch diesen Hintergrund, dass eben Facebook, Instagram möglichst lange die Nutzer vor dem Bildschirm halten wollen, ist eben dieser Algorithmus, der darauf einzieht, ich kriege nur noch das angezeigt, wofür ich mich persönlich auch dementsprechend interessiere. Jetzt gerade aktuell haben sie es nochmal ein bisschen umgestellt, dass man eben auch Favoriten persönlich auswählen kann oder zum Beispiel Freunde, die dann nochmal anders gerankt werden. Also da gab es dann eben auch nochmal so einen Umbruch. Und ja, das Problem einfach, was daraus entsteht, hat man zum Beispiel eben auch in den USA ja ganz extrem gesehen bei den Präsidentschaftswahlen, dass dann eben so eine soziale Blase entsteht. Also ich interessiere mich für einen bestimmten Themenbereich, lese mir dazu zum Beispiel einen Artikel durch oder gucke mir dazu Bilder oder Videos an. Der Algorithmus merkt sich, okay, ich finde das ganz interessant und spielt mir dementsprechend halt auch prozentual gesehen demnächst mehr von diesen Inhalten aus. Das ist dann im Grunde genommen ja wie so eine Art Lawine. Wenn ich dann mal irgendwie 2, 3 Sachen davon gesehen habe und kriege eben dementsprechend immer mehr angezeigt und lese mich zum Beispiel immer mehr in bestimmte Themenbereiche ein, dass ich dann daher nachher im Grunde genommen auch nur noch die Informationen zugespielt kriege, die mich möglichst lange am Bildschirm binden, wo eben der Algorithmus denkt, das finde ich interessant. Und dann kann es eben sehr schnell passieren, dass man dann in dieser ja, sozialen Blase letzten Endes feststeckt und sich komplett auf eine Meinung fokussiert zum Beispiel und dann gar nicht mehr nach links oder nach rechts guckt, weil man die Sachen gar nicht mehr angezeigt bekommt und dann ja nach einer Zeit eben selber denkt oder davon überzeugt ist, dass das, was man jetzt gerade die ganze Zeit gelesen hat, eben weil man es angezeigt gekriegt hat, ja im Grunde genommen die Wahrheit sein müsste. Und da sehe ich halt so ein Riesenproblem drin, dass man so in dieser sozialen Blase feststeckt und dann eben das auch mit dieser ja, Identitätsbildung sehr eingeschränkt ist, was ja die Kinder und Jugendlichen darüber auch erzielen können, eben weil dieses nach links und nach rechts schauen durch den Algorithmus eben sehr, sehr schwierig ist. Oder der Algorithmus an sich gibt die Identitätsbildung sozusagen vor, ne? Genau, Leo, du hast direkt dazu etwas. Genau, ja, da sind mir nämlich gerade
eigentlich genau diese ganzen Stichworte zu eingefallen. Na klar kann man diese sozialen Medien nutzen, um seine eigene Identität zu bilden, aber oder da haben wir ja eben von Esther und von Marcel gehört, wie sich das äußert. Die Frage ist halt nur, ist es dann wirklich meine eigene Identität, die ich da darstelle, oder stelle ich mich so dar, wie ich gerne gesehen werden möchte? Und dadurch, dass man selber kontrollieren kann, wie man sich auf solchen Medien präsentiert, vermute ich, wenn ich das so beobachte bei den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich arbeite, dass die sich meistens eher so darstellen, wie sie gerne von anderen gesehen werden würden. Das muss aber nicht automatisch damit übereinstimmen, wie sie von anderen gesehen werden. Da können also extreme Unterschiede sozusagen entstehen zwischen der Eigenwahrnehmung, der Fremdwahrnehmung und der gewünschten Fremdwahrnehmung sozusagen. Das heißt, diese Idee, man bildet also seine Identität auf diesen durch diese Social-Media-Möglichkeiten, ist vielleicht mehr oder weniger so eine Art Illusion, dadurch, dass man halt vermutet, dass man irgendwie so sich findet oder so, während man aber eigentlich, und das ist wieder jetzt das, worauf Marcel angesprochen hat, versucht, den Algorithmus irgendwie zu füttern, um eben möglichst viele Leute ansprechen zu können mit dem, was man da produziert. Ist jetzt nicht bei jedem, der Social Media nutzt, die Intention dahinter, aber diese Leute gibt es ja nun mal eben viele davon, so wie ich das beobachten konnte. Und dadurch ja, ist man am Ende vielleicht doch eher so ein bisschen durch diese Algorithmen gelenkt und wird vielleicht so ein bisschen eingeschränkt in seiner eigentlichen Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen sehe ich den Sport als super Möglichkeit, sich ein Selbstvertrauen aufzubauen, mit dem man über dieses Problem hinwegkommen kann. Denn meiner Meinung nach kann man mit einem gesunden und ausreichenden Selbstvertrauen auch darüber hinwegsehen, wenn andere Leute etwas nicht so gut finden, wie man sich selber vielleicht gut findet. Und Sport schafft meiner Meinung nach genau diese Möglichkeit. Wenn jemand sportlich ist und im Sport Leistungen bringen kann, mit denen er selber zufrieden ist, schafft das eine Art von Selbstvertrauen, die, ja, der Name sagt das ja schon, man vertraut so sehr in sich selbst, dass man nicht mehr auf das angewiesen ist, was andere einem entgegenbringen. Sodass man eben stark genug ist, um über diesen Dingen zu stehen und zu sagen, sagen zu können, ich bin gut so, wie ich bin, und muss mich halt nicht daran orientieren, was jetzt der Algorithmus von mir verlangen könnte, womit ich die meisten Likes auf mein Foto sozusagen generieren kann. Esther, was sagst du dazu? Sehr viele Beobachtungen von Leo. Mich würde auch tatsächlich interessieren, hat der Sport, der organisierte Sport, tatsächlich dieses Potenzial, das Selbstvertrauen auch genau dahin zu fördern? Genau, aber vielleicht hast du ja nochmal andere Punkte, auf die du eingehen magst. Also, dass Sport so ein Bildungsmittel ist, das für die Identität und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen genutzt werden kann, ist ja schon, seit es Sport gibt, glaube ich, ein Thema. Jetzt kommt die Digitalisierung hinzu, und ich glaube, wenn wir realistisch sind, dann können wir natürlich den Sport nutzen, um so ein gesundes Selbstbild aufzubauen, aber wir können die Digitalisierung, Medizin einfach nicht wegdenken. Also das ist nicht etwas, das wir einfach jetzt ausblenden können. Das ist einmal da. Und ich glaube, zurückkommen auf Marcel, ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir mit den Jugendlichen und mit den Heranwachsenden einfach reflektieren, was passiert denn da? Dass sie darüber nachdenken, wer sind denn die Akteure in dem Ganzen? Sind sie es nur, die das Ganze rezipieren oder selbst produzieren auch? Oder eben spielen zum Beispiel Algorithmen auch eine Rolle? Aber dann auch wieder nicht in diese Opferrolle zu verfallen, oh je, es gibt Algorithmen, die spielen mich jetzt aus, sondern sich zu überlegen, wie kann ich denn aktiv in das Ganze mich einbinden. Das heißt, welche Möglichkeiten habe ich denn? Ich kann entscheiden, welche Bilder ich produziere. Ich kann entscheiden, wie weit ich diese modifiziere, kommentiere, like und so weiter. Also einfach ihnen so ein bisschen Macht in dem Sinne zurückzugeben. Was sie dann damit machen, das ist dann eine andere Sache. Aber ich glaube, wichtig ist mal, diese Aufklärung zu leisten. Eine ganz spannende Frage, die ich direkt mal anschließen würde an euch drei. Ist egal, wer zuerst darauf reagiert, aber wir haben es so häufig jetzt schon genannt in all euren Beiträgen, aber was ist ein gesundes Selbstbild? Was genau ist es? Und ich greife dann auch mal gleich die Frage auf aus dem Chat, was sind unrealistische Körperbilder?
Ja, also bevor wir darauf eingehen, welche Initiativen es vielleicht gibt, aber was sind unrealistische Körperbilder? Was genau ist es? Und ist es nicht auch etwas, was man sozusagen auch noch aushandeln kann? Was ist ein gesundes Selbstbild für euch? Also für mich persönlich, oder gibt es unrealistische Körperbilder oder unterschiedliche Körperbilder hundertprozentig, weil es ja immer ein sehr subjektiver Eindruck ist. Da werden wir alle sehr geprägt aus unseren bisherigen Erfahrungen, das, was wir dementsprechend ja, konsumieren, auch insgesamt in der Gesellschaft vermittelt bekommen. Da hat ja jeder ein komplett anderes Verständnis dafür. Also jetzt zum Beispiel, ich habe ein anderes Verständnis als eine Person, die vielleicht auf einem anderen Kontinent lebt, weil sie eben ganz andere Erfahrungen und Eindrücke gemacht hat, woraus sich dann letzten Endes ja auch so ein eigenes Körperbild entwickelt. Für mich ist eben gesundes Körperbild einfach nur, dass ich mich jetzt nicht auf irgendein Ideal oder auf ein vermeintliches Ideal fixiere, das ich vielleicht von den Medien vorgelebt bekomme, sondern dass ich mich durchaus auch kritisch mit dem eigenen Körper auseinandersetze, aber dann dem auch mal nach links, nach rechts gucke und mich nicht so auf ein bestimmtes fokussiere und dann letzten Endes mit mir selbst zufrieden bin. Und da ist es dann auch vollkommen egal, wie ich aussehe, ob ich jetzt groß bin, klein bin, ob ich dick bin, ob ich dünn bin. Ein gesundes Selbstbild ist für mich einfach nur die Art und Weise, wie ich selbst mit mir zufrieden bin. Und da vielleicht eine ganz gute Erfahrung, bin ich jetzt zuletzt im Kino gewesen und da war so eine sehr gute Erfahrung, die mir einfach oder bei mir hängen geblieben ist. Stand eine Lehrerin vor einer Klasse und hat dann mit dem so eine Übung gemacht und einfach nur gesagt, mal doch einfach mal auf ein Blatt Papier, eben in roter Farbe, was findet ihr an euch gut, was gefällt euch? Und dann eben in der grünen Farbe, was gefällt euch nicht? Und dann eben so diese ganz spannende Entdeckung, wie es in dem Film dann dargestellt wurde. Das haben im Grunde genommen die komplette Klasse einfach nur aufgezeichnet, was sie an ihrem Körper, an sich selbst gut oder schlecht finden. Und kein einziger hat aber mal aufgemalt, was ihn persönlich ausmacht. Also zum Beispiel an Werten, was man gut kann, was man schlecht kann. Und das fand ich auch nochmal so ganz spannende Erfahrung, weil wir ja dann vielleicht auch viel damit verbinden, mit einem gesunden Selbstbild, erstmal das Ganze nur auf das Visuelle zu begrenzen, obwohl den Mensch an sich ja sehr viel mehr ausmacht. Ja, da würde ich mich anschließen. Also diesen Punkt, es ist ein gesundes Selbstbild, wenn man mit sich selber zufrieden ist, finde ich, ist ein gesunder Ansatz. Ich finde, wenn man es noch einen Schritt weiter denkt, sollte aber auch dazu gehören, dass man es anerkennt, wenn das andere bei sich genauso machen und man nicht in diesen Modus verfällt, dass man sich denkt, okay, ich bin mit mir zufrieden, aber du könntest ja vielleicht an deinem Körper oder an deiner Stelle würde ich das und das machen. Das, finde ich, ist dann vielleicht der nächste Schritt, den man halt noch gehen kann, dass man sagt, wenn du mit deinem Körper so zufrieden bist, hey, dann akzeptiere ich das, dann ist das für mich auch okay. Und dann finde ich das auch gut und dann gefällt mir das auch. Also ohne dabei so zu tun, als würde mir das gefallen. Wir müssen so gesehen irgendwie an den Punkt kommen, dass wir vielleicht so ein bisschen weg von dem Objektiven in dem Subjektiven kommen, indem wir wirklich immer nur nach unseren eigenen Vorstellungen bewerten, sondern dass man eher anhand dessen bewertet, wie man findet, dass derjenige sich selber quasi sieht. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand ist mit sich völlig zufrieden und völlig im Reinen, dann kann ich das auch als schön empfinden oder als ein gesundes Selbstbild empfinden für die Person. Muss mich dann nicht damit auseinandersetzen, dass ich das ja für mich nicht gut finde. Denn so gesehen ist ein unrealistisches Körperbild immer subjektiv, denn mein Körper wird niemals so aussehen wie der Körper einer anderen Person. Dafür sind wir halt einfach alle ein bisschen zu verschieden. Und klar kann ich probieren, da irgendwie möglichst nah heranzukommen, aber ich werde das ja nie zu 100% erreichen. Und dann ist es doch vielleicht besser, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich schon mitbringe und mehr an meinen Stärken arbeite, als versuche, an meinen Schwächen irgendwie herumzudoktern. Und Esther, ich übergebe auch nochmal an dich die Frage, was ist ein gesundes Selbstbild? Ich gehe davon aus, dass du dich auch damit wahrscheinlich auseinandergesetzt hast. Also was ist ein gesundes Selbstbild? Und dann noch die anschließende Frage, siehst du einen Handlungsbedarf für Sportverbände oder auch für die Wissenschaft, gerade wenn du dich in dieser Thematik jetzt auch, sage ich mal so, weit und intensiv auch schon befasst hast, Körperlichkeit, Inszenierung von jungen Menschen, gerade auch im Sport, viel Nacktheit spielt auch immer eine Rolle, viele Bilder, die einfach fließen in sozialen Medien,
wo genau siehst du Handlungsbedarf? Also genau, erste Frage, gesundes Selbstbild, was ist das? Und die zweite Frage, gibt es eigentlich einen Handlungsbedarf? Ja, also meine Gedanken schließen da ein bisschen an Marcells und Leos Ausführungen an. Ich glaube, wenn wir von Selbstbild sprechen, wir sprechen heute sehr viel vom Körper. Körper ist ein Teilbereich davon. Wichtig ist in der heutigen Gesellschaft, wo es sehr stark um Leistung und Disziplin geht, dass wir vielleicht den Körper nicht nur als Produkt wahrnehmen, sondern ein gutes Selbstbild ist, wenn man auch den Körper wahrnimmt als einen aktiven Produzenten von Gesellschaft. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Gedanke, der auch an Leos Ausführungen anschließt. Also, dass ein Körper mehr ist als nur diese äußerliche Erscheinung. Er ist ein Mittel, damit ich interagieren kann, damit ich hier jetzt da sein kann, damit ich mit euch kommunizieren kann, interagieren kann, aber auch eben zum Beispiel meinen inneren Eindrücken einen Ausdruck geben kann. Also dass man versucht, hier Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren. Und vielleicht können wir uns alle heute mal die Frage stellen, wie nehmen wir denn unseren Körper wahr? Ist es nur ein Produkt oder ist es mehr als das? Damit komme ich dann auch zum Handlungsbedarf. Ich spreche jetzt einfach aus wissenschaftlicher Sicht, weil ich nun mal aus der komme. Ganz wichtig wäre es, in diesem Zusammenhang Studien durchzuführen. Es werden ganz viele psychologisch orientierte Studien durchgeführt, alle zu den negativen Wirkungen. Ich glaube, wir müssen mal noch einen Schritt zurückgehen und mal gucken, wie wird denn das Ganze vollzogen, diese Praktiken? Wer sind denn die Akteure? Welches Körperverständnis haben denn die Kinder? Ich sage, ich gehe von einem Wandel aus. Vielleicht gibt es ja gar keinen Wandel. Also das ist noch nicht gegeben. Hat das denn überhaupt Auswirkungen auf die analogen Bewegungspraxen oder vielleicht nicht? Und erst wenn wir diese Studien haben, können wir dann auch wieder der Praxis, aber auch der Politik gewisse Handlungsempfehlungen an die Hand geben. Die ist zurzeit ja wirklich an denen es fehlt. Und ich glaube, erst dann können die dann wirklich aktiv werden, also indem sie auf empirische Daten sich auch beziehen können. Und dann kann Sport- und Tanzunterricht sich auch zeitgemäß weiterentwickeln. Marcel, wie sieht das die Ruderjugend tatsächlich? Also wir sehen da auf jeden Fall einen erheblichen Handlungsbedarf, vor allen Dingen auch einen gesellschaftlichen Handlungsbedarf, weil einfach die Entwicklung, insbesondere in der Digitalisierung, so rasant schnell verlaufen ist, dass wir im Grunde genommen als Menschheit an sich gar nicht mehr hinterherkommen. Also dass da einfach viele Informationen fehlen, auch eben dann Studien zu den verschiedenen Themenpunkten, einfach weil vieles noch nicht erforscht ist. Und es da dann einfach aus meiner Sicht zwingend notwendig ist, insbesondere halt zu sensibilisieren und aufzuklären, eben wie bestimmte zum Beispiel Mechanismen dann im digitalen Bereich auch funktionieren, wie sich das Ganze entwickelt und was das eben auch für einen Einfluss auf mich selbst hat. Vor allen Dingen dann eben auch mit der Auswirkung auf meinen eigenen Körper, wie ich meinen eigenen Körper wahrnehme, weil wir halt viel, ja im Grunde genommen eine Wirklichkeit suggeriert bekommen, die es aber im Grunde genommen gar nicht gibt, also insbesondere über soziale Medien. Und dadurch verändert sich dann natürlich auch die eigene Wahrnehmung, weil ich halt denke, okay, ich kriege die ganze Zeit nur ein bestimmtes Bild angezeigt, dann muss das Ganze eben dementsprechend sein, ich muss mich danach richten und da auch viel mehr hinzugehen und die Kinder und Jugendlichen in ihren Entscheidungen dann auch zu stärken, vor allen Dingen in ihrer Entscheidungsfindung zu stärken und eben die Mittel mit an die Hand zu geben, dass sie nicht nur eben eine Sache in Betracht ziehen, sondern eben sich ganz viele Informationen von vielen verschiedenen Ecken einholen.